Resident Evil 6. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Runde Resident Evil 6. Und immer noch auf der Suche nach der Lösung unseres Geheimnisses. Wie sieht der Zivi? Flugzeug! Leon! Oh, na toll. Irgendwer hasst die ganze Welt. Der hat das Quicktime geschafft. Denn ja. Wie sieht wohl das Gesicht von unserem Zivi aus? Werden wir es jemals erfahren? Interessiert es uns nicht wirklich. Vielleicht ist es eine Frau. War eine Kiste. Hier ist ein Schlangenabzeichen, Paul, hinter der Ecke. Rechts. Hinten. Zack. Hast du's? Nee, warte. Ah, jetzt habe ich wieder Munition. Nice. So, heute machen wir mal ein paar Hausbesuche. Ja. Guck mal, hier wurde nicht ordentlich gewischt. Ja, da wurde die Putzfrau dort gerade eben ziemlich hart rangenommen. Weil sie nicht richtig geputzt hat. Ja, und das ist der Überrest hier auf dem Bett. Guck mal, die hatten sogar chinesisches Essen da. Ach was, in China? Nein, in solchen hier Schnellrestaurants, in solchen, weiß schon, wo du solche Styropor-Verpackungen bekommst. Sowas essen die da auch, wer hätte das gedacht. Und zwar sogar noch warm. Das bedeutet, hier sind irgendwo Menschen. Oder zumindest Teile davon. Du schaffst es ehrlich, immer die ganze Stimmung zu kaputt zu machen. Ne, gut. Naja. Sonst war ich das nie, aber jetzt. Sherry Birkin. Guck mal, sie ist scharf auf Jake. Dann verstehst du? Also der Wirt des C-Virus an dich scharf. Wegen Ranzoom und Scharfstellen und. Oh nee. Sie sind anscheinend nicht allein. So ein Zappelfälle. Ernsthaft. Wir schießen die ganze Zeit auf das Vieh. Und jetzt wird das durch einen Kopfschuss erledigt? Nö. Oh, ja. Die Grünschnäbel brauchen wohl Hilfe. Die Grünschnäbel. Selber noch grün hinter den Ohren. Die Güte ihrer Eltern revanchieren. Müssen wir jetzt sehen? Jetzt ist der richtige Moment. Ernsthaft? Müssen wir die jetzt schützen oder müssen wir zu die kommen? Zu denen kommen? Schützen. In welchem Moment nicht, glaube ich. Vor was denn? Vor dem Vieh oder was? Na klar. Stell dir vor, du hättest jetzt keine Schrotflintenmunition mehr. Keine Scharfschützenmunition mehr. Ja, das stimmt natürlich. Du wärst doch so richtig zu alt. Aber ich glaube, du hättest nach der Sequenz bestimmt welche. Na, du findest ja, oder? Ich finde dir zumindest Haufen. Guck mal, die können nicht mal gespawnen. Irgendwie erinnert mich das gerade immer, diese Flugeinheiten, immer irgendwie an Batman Arkham City oder so. Ich bin Batman! Oh, die haben Probleme, sehe ich. Oh! Ein paar, ja. Und weiter geht es. Du kannst jetzt nicht raus, du fängst an mit Mauzen. Da kackt er dir wieder auf dein Sofa. So, und da hat es mich aus meiner Aufnahme rausgehauen. Nice. Weil sich ein Antivirus-Programm geöffnet hatte, dessen Namen ich jetzt hier nicht mehr nennen werde, weil wir kein Geld bekommen. Deswegen könnte ich es theoretisch auch nennen, aber ich tue es nicht. Ich habe tatsächlich keine Scharfschützen-Munition mehr. Hallo, willst du mich verarschen? Meine unendliche Munition ist weg. Oh, jetzt sind wir richtig am Arsch. Ich habe jetzt nicht zu Munition, das ist das Problem. Dann lass mich das machen, ich klär das. Ha, komm, fress einfach eine Granate hier mitten. Was machen denn die da unten?
mein Gott. Niemand mag die Neuen. Ich denke, so könnte die Folge heißen. Ja, das stimmt allerdings. Hoffentlich habe ich den zum letzten Mal gesehen. Die Wüste. Ah, komm, scheiß auf die. Guck mal, wie ich weg bin. Ja, bist du nützlich? Ich brauche Zack, da bin ich wieder. Oh, jetzt finde ich jetzt asozial, dass meine endlich Munition weg ist. Wirklich. Oh. Wesker Junior. Es ist nicht leicht für die Guten zu kämpfen, was? Ab. Was laberst du? Komm hierher. Hier kann ich zum Beispiel jetzt wieder nichts machen. Du mit deiner tollen Seilpistole. Nur weil du sowas nicht hast. Das hört sich nicht gut. Oh! Mach doch nicht die teuren Wegen war. Oh, da ist Loot. Loot! Ich misch mir mal kurz meine Pillen. So. Da hat jemand noch nicht genug. Was ist das Vieh? Warum leuchtet das rot? Das ist das Vieh. Warum leuchtet das rot? Das ist die Kette. Weil es verstrahlt ist. Oh. Muss es da nicht grün sein? Nee. Was wollen wir jetzt hier oben? Verdammt nochmal. Vor allem, was mache ich hier? Ich höre hier einen Heli. Hä? Ich höre hier einen Heli. Ja, ich habe gerade zuguckt, wie Jake von dem Ding einfach zum Alt wurde. Komm, wir gehen mal weiter hier. Können wir hier mal weiter? Nee. Nee, eben nicht. Ich glaube, die haben gerade Probleme. Oh, da ist der Kettensägen-Typ. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Hatten wir in der Story eigentlich gesehen, dass es Ada hilft? Ja, ich glaube. Ach, du musst sie doch den Kleid dann retten, ne? Du springst da irgendwie runter und... Ja, genau. Wieso wird hier richtig lustig, hätte jetzt was runterzuwerfen? Mhm. Nein, ich wollte es gerade machen! Es reicht langsam. Ah, der Heli dort dreht sich. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist... Kippt der weg oder warum, dreht er warum sich? Warum bewegt sich der Kran jetzt? Die beiden wären ohne mich ganz schön aufgeschmissen. Ah, ernsthaft? Natürlich. Ich hätte verstanden, wenn der abgestürzt ist und du dich im letzten Moment noch irgendwo an der Seite gehangelt hast. Schlimmste Bootsfahrt seit der Titanic. Zeit für die nächste Rettungsaktion. Du machst das, ne? Nö. Arme kleine Schiffe. Fräß das! Vor allem, dass sie das nicht mitkommt, die Sherry, ne? Weißt du noch? Ja, ja. Oh. Bis später, ihr zwei. Ha, es war wirklich gut, dass wir die Story hier von Ada jetzt zum Schluss gesehen hat, machen. Damit wir nochmal das ganze Spiel sozusagen Revue passieren lassen können. Ja, das stimmt. Ne? Auch wenn mich diese Sequenzen hier andauernd ankotzen, wie die sich irgendwie wo dran hakt und dann macht die noch ein Looping in der Luft und... Ich möchte kurz erwähnen, dass Tom mich heute gefragt hatte, ob es nicht mehr Sinn machen würde, wenn er Ada spielt. So macht Reisen Spaß.
Ja. Da hab ich aber eiskalt gesagt, nee, vergiss es, du kriegst keine Armbrust. Du hast ja in der ersten Folge gesagt, wo du Ada Xingqiu gespielt hast, dass du das ganze Let's Play darauf gewartet hast. Und diese Illusion will ich dir natürlich nicht nehmen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Ja, jetzt musst du bei mir mitfahren, ne? Oder auch nee! Tja, bitte! Das war die Story von Ada Wong. Guck mal, ich habe eine höhere Genauigkeit als du. Ja, aber ich habe mehr Leute getötet. Aber ich bin auch nicht mal gestorben. Habe ich mal eine Frage, ne? Wenn du... Ich will nicht weiter drauf eingehen. Wenn du mit einer Granate auf jemanden schießt, beziehungsweise vor einen hinwirfst und es explodiert, hat das dann eine höhere Genauigkeit, als wenn du jemanden in den Kopfschuss verpasst? Denk mal drüber nach. Nice. Ist befriedigend bei Vibratoren besser als gut? Selbes Prinzip. Denk mal drüber nach. Oh, das stimmt natürlich. Oh, ich sehe, warum ich keine Limitation mehr habe. Ich hatte die falsche Fähigkeitsset ausgewählt. Oh. Ich hatte die 8 statt die 1 ausgewählt. Oh. Das ist natürlich dezent stuhlig. Ja, ich weiß zwar nicht, wie das passieren konnte, aber ich hab's getan. Ach, weißt du wie? Ich glaube, weil wenn ich F8 drücke, ja, rüstet's das aus. You know? Ja. Verstehe. Ja, Katze, da guckst du. Hört mal übelst. Komm her, Katze. Nein, du kannst dich jetzt nicht gut kümmern. Wir tun gerade auf den Militärschiff einbrechen. Katze, sag was ins Mikro. Jetzt hör schon auf zu rennen. Wir haben so viel zu bereden. Los, Katze, sag was. Wir haben einen neuen Co-Kommentator. Aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein hier. Hier ist es immer richtig Kacke am Dampfen. Ja, da ist ja wieder meine unendliche Munition. So will ich das haben. Rasieren will ich. Kleiner Munition wegschmeißen, ey. Kaum hast du wieder unendlich Munition, verschwendest du die schon wieder übelst. Na! No! Ich wieder vor allem nur. Ach so, geht ja weiter. Es kotzt mich an, dass der andauernd auf der falschen Seite hängt. Ich versteck mich hinterm Geländer. Das ist Teamarbeit. Ja, wir sollen das aber sneaky machen, wenn wir die Chance dazu haben, Bitch. Okay, okay, okay. Oh! Würdest du sagen, dass die Gegner die beschissensten sind? Ja. Finde ich irgendwie... Zombies sind brainless, aber halt viele. Die sind so nervig. Oh nee. Was? Wirklich? 3 verschiedene Passwörter? Du machst das. Ich komme nur mit 3 Passwörtern rein. Ja, das, da hilft dir Google ohne viel. Die hat. Nee, Google, die hat gequadert. Ha! Drauf los. Wow, gut! Oh nee, der macht der Boot. Der hat grüne Augen. Ja, der wurde zu alt. Warum grüne Augen, er ist Schlüsselmann. Ach so, ich dachte Mutation. Guck, er hat ein Foto gemacht. Ja, das heißt auch Mutation. Kommt da noch mehr? Da kommt was. Da kommt. Oh nein! Alter! Guck mal, was da schon wieder ist. Es ist hässlich! Und dumm! Stimmt plötzlich. Burn, Baby, burn! Oh Mann. Ich hätte was fallen gelassen, entschuldige Moon. Oh Mann! Die hat was giftgasmäßig gewürgt. Rauschende Mittel! Yay! Los, weiter! Ich dachte, das ist dein Körpergeruch. Nein, sind es berauschende Mittel waren das. Sippe, gibt's irgendwo eine Weapon? Siehst du hier eine Weapon? Eine Weapon? Ich sehe keine Weapon momentan. Schade! Schade, Schokolade! Aus der Marmelade.
machen wir hier in der Küche? Mikrowelle. Ich fühle mich hier sicher und heimisch. Alles nur Mikrowellen. Ich fühle mich hier sicher und heimisch. Habe ich das in der Nähe erzählt? Okay. Ach so, wahrscheinlich. Ach ja, ich habe diese vermisst, die Witze. Ja, ne? Ich bei Katzenhaare im Gesicht, ey. Moin. Ich kann so. Hier ist eine Waffe. Siehst hinter du? Der Tür. Setz mal das Sale. Hier gibt es Punkte. Hier gibt es Punkte. Hier gibt es Punkte. Wo bist du? Hier, many Punkte. Hier. Ah. Was? Da hinten hinter der Tür ist eine Waffe? Ja, mit der gelben Verriegelung. Also mit diesen gelben Griffen. Ja, du kannst ja keine Sachen aufmachen. Ne? Ich mach das mal. Das wäre really nice. Habe ich vielleicht meine. Nee, mal Raketenwerfer hätte ich dann vielleicht. Waffe! Wo ist er? Oh! Hier neben dem Koch. Ne, ist kein Koch. Oh, hier ist irgendwas ausgebrochen. Scheiße, hier kann ich wieder nicht rein. Oh. Warte, komm. Links muss die sein. Ah, nee, da müssen wir von der anderen Seite ran. Oh, ernsthaft. Louis, wir gehen zurück. Das kotzt mich alles ein bisschen an. Da schießt was. Ich hoffe, dass. Ah, das ist mir egal. Komm einfach zu mir. Kommt nie durch. Oh. Nee, wir gehen hier durch. Der Raum sieht wichtig aus. Ja, 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 ja. Und es ist eine. Eine. Ein Maschinengewehr. Bärenkiller. Nee, Bärenkiller. Das ist der Raketenwerfer, ne? Nee, oder? Das Maschinengewehr. Bärenkiller, Maschinengewehr. Nice! Faul. Ja. Wow! Hauptsache, die kommt dann immer zu dritt an. Ja, besser als was ich hier auf dem Bad gefunden habe. Oh, jetzt hat dieser scheiß Schildtyp hier, ey. Ich weg. Nice, Paul, nice. Zur Ahnung eingeleitet. Ich hab da draußen. Ah, oh, genau den habe ich gefunden. Alles klar. Hab ich mir schon gedacht. Hand nehmen, wegwerfen. Gegen die Wand. Ah, ne, doch nicht, ist doch. Okay, weiter. Los, lauf hin. Wie so ein Schwein, ey. Das ist ein Schwein. You don't say. Hallo, Koch. Okay, jetzt gehen wir hier durch die Wand. Oh Gott, die Steuerung. Das ist doch super klasse, spitzenmäßig. Gewöhnungsbedürftig. Oh mein Gott, ein leuchtendes. Njam, 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 njam. Ernsthaft. Fall die Animation? Rischope. Lock. Hier lang nicht. Okay, ernsthaft. Ich verstehe. Wir sollten schon die Aufkleber deuten. Guck mal, was da kommt. Siehst du, am Ende kommt in den Stock zu uns. Du lädst dich auch. Guck! Zahl! Wie viele Schlüssel brauchen wir noch einen? Eins, dann heißt es Bingo! Jo! Ach, guck mal, das ist schon wieder so ein komisches Schloss. Wo wir damals mit Sherry und Jake eingesperrt waren, mussten wir auch so einen Code knacken. Sherry, Sherry Lady! Ja, das stimmt. Wow! Feuer! Feuer! Quick Time! Kommst du auch mit Feuer? Du machst das, ne? Schön, dass ich auch nicht auf deine Seite kann. Kannst du das. Ah, ne, kannst du nicht. Und jetzt? Er hat das fallen gelassen. Ja, war okay. Ja, und jetzt sind wir gleich hier. Wow. Hopp! Sind die sauber oder was? Entschuldigung. Oh, ein neuer Mutierter. Hast du den auf die Beine geschossen?
Vorsicht, vor dir! Dieses Schleckermaul! Nimm die Hand und schmeiß sie weg! Nimm die Hand und schmeiß sie weg! Jawoll! Zack, 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 zack! Loot, loot, loot! Loot, 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 loot! Hier rein müssen wir! Untersuchen! Alles! Jetzt! Vielleicht gibt's ja tolle, tolle Sachen! Wie diese Kiste! Was los mit deiner Katze? Die lungern vor meiner Tür rum. Die Tür wieder zugehen. Capcom hat's mehr drauf als die Macher von Payday. Wie kann man wenigstens die Türen wieder schließen? Beziehungsweise die gehen automatisch zu. Ja, das stimmt. Filament des Martis. Okay, jetzt geht's hier rein. Moin. Also die magische Milchmuschel, ja, ne? Die Hand! Hand! Na, schmeiß weg das Ding. Das letzte. Oh. Hä? Hier, komm in den Schrank damit. Okay, los. So. Hä, wo bist du? Easy, oh easy, Gott. Easy. Was? Oh, der kleine Schlinge wollte wieder aufstehen. Das steht wieder auf. Han! Da kommt jemand schnell. Komm, lauf! Wie der sich bewegt! Wie geil! Wie der sich fortbewegt, wie so eine Nacktschnecke. Guck mal, der hat was Großes fallen gelassen. Und wieder zurück. Was ich geil fand, dass der absolut kennt, das ist nicht mein Handy, falls du das denkst. Ja, meins auch nicht. Ich hab. Ja, ich verstehe es auch nicht, das sind Störgeräusche. So, wollen wir die Tür in der nächsten Folge öffnen oder wollen wir das jetzt schon machen? Jetzt und dann nächste Folge. Da kommt schon wieder irgendwas, irgendeine Sequenz, wo dann wieder irgendwas Fettes ankommt. Na, sind wir dann ran an der Zeit? Ja klar, wir haben 2 Minuten. Na, dann mache ich die jetzt aus. Okay. Guck, ein Scheiß ist dahinter. Wo ist jetzt letztes Wehr? Oh ja! Haben wir alles da, ne? Kisten! Ziemlich zu alt haben wir sie. Wir müssen noch bis zum nächsten Speicherpunkt machen. Der ist doch hier bestimmt, oder? Ach, oder? Kann man hier nicht mal 2 Sekunden alleine ja. sein? Ja. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Wieso wird das überhaupt überall übertragen? Na, weil das Edersche schon ist. Ja, aber warum wird das überall übertragen? Da oben ist ein Lautsprecher. Ja, aber warum wird das überall übertragen? Was denn? Der hat doch mit dem Simmons telefoniert. Ja, was laberst du? Anhören oder was? Jo. Was zum Teufel hat Simmons dir angetan? Wahrscheinlich einiges. So. Hat sich ein Dödel vergoldet? Ladevorgang. Easy. Schwierigkeitsgrade. Treffer einstecken. Speichern. Sehr gut. Vor allem die Aether Shing Shan, die hat ja auch schon einen leichten Klatsch, ne? Wenn ich jetzt andauernd mit sich selber redet und der Civi in keiner Sequenz erwähnt wird. Oh, das Wasser hier ist ja auch mal geil dargestellt.
Ach ne, das ist der Flugzeugträger. Okay. Ach ja. Okay, liebe Freunde. Ah, der Beste, dass es bald Ende ist, ne? Ach so? Naja, wenn wir schon am Flugzeugträger sind. Ach ja. Wir sind ja schon kurz davor, dass hier alles Raketenstart und so. Und du hattest ja aber gesagt, dass das noch ein bisschen geht hier. Hatte mich gehört. Okay, liebe Freunde, dann war's das erstmal für die Folge hier bei von Let's Play Together Resident Evil 6. Wir hoffen, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss. Tschüss.